lieben Fitnessfreunde, Oskar hier und vielleicht denkt ihr euch, oh nein, nicht schon wieder so ein Einkaufsvideo, aber ich denke mal, heute lohnt es sich, weil ich war bei Aldi einkaufen und den gibt es erstens überall und zweitens ist das, glaube ich, der günstigste Discounter oder auf jeden Fall einer der günstigsten und das ist doch nochmal für viele interessant zu sehen, weil jeder die Lebensmittel halt bekommen kann und sich Ideen holen kann. Und ich denke mal, wenn es euch nicht interessieren würde, würdet ihr das Video auch nicht anklicken. Also was habe ich bei Aldi gekauft für meine Diät? Hier kommen erstmal die Milchprodukte. Milch für Proteinshakes und für Müsli morgens. Dann ein Joghurt, 1,5% Fett. Den kann man mal so einen ganzen essen. Hätte dann auch 25 Gramm Eiweiß. Genauso viele Kohlenhydrate ungefähr und dann wären das 5 mal 1,5 Gramm Fett, also 7,5 Gramm Fett und kann man sich einfach mal so reinziehen mit Obst. Genauso wie Quark, ja, ein Eiweißlieferant, sogar noch mehr Eiweiß, allerdings schmeckt der Joghurt besser und deshalb ist es mal eine Abwechslung zum Quark. Ja, ich mag den Quarkgeschmack nicht so sehr, deswegen versuche ich da mal draus was zu machen und nicht den einfach so pur zu essen. Genauso wie körnigen Frischkäse esse ich auch gerne mit Obst. Der hat genauso viel Eiweiß wie der Magerquark, schmeckt aber besser. Hat allerdings auch einen Tick mehr Fett, aber ist auch nicht schlimm. Mozzarella leicht für meinen Salat. Und dann hier saure Sahne, ja, 10% Fett. Dazu nochmal, ich liebe es, Hähnchen mit einer Sahnesoße oder Gorgonzola oder Mascarpone, irgendwie so eine sahnige, geile Soße zu essen und dazu Reis und Gemüse. Aber das kann ich meiner Diät mir nicht geben, weil es zu fettig ist. Und deshalb werde ich heute mal was kochen und ich glaube, das Kochvideo kommt auch noch online. Und zwar mit saurer Sahne anstatt Schlagsahne. Schlagsahne hat 30% Fett und saure Sahne hat hier nur 10% Fett. Und ich werde das mal versuchen, damit und mit dem Hähnchen und Gemüse ein geiles Gericht zu zaubern. Hoffentlich schmeckt das genauso gut, ja, weil 10% Fett ist vertretbar. Dann kommen wir auch schon zu den Hähnchen, zu dem eben erwähnten. Ganz normal Hähnchenbrustfilet, das günstigste. Und hier aus der Tiefkultur Wildlachsfilet. Warum Wildlachs? Weil der andere Lachs, also gezüchteter Lachs, hat mehr Fett. Der hat nur 4 Gramm Fett und davon 3 Gramm ungesättigte Fettsäuren, ja, und zwar viele Omega-3-Fettsäuren. Ja, der gezüchtete Lachs hat noch mehr Omega-3s, aber ich nehme den, hat auch ein bisschen mehr Eiweiß und natürlich keine Kohlenhydrate. Ich nehme den, weil ich auf Low-Fat bin, ganz einfach. Wir haben hier dann Gemüse, Champignons, also Rucola, Paprika, Bohnen, Feldsalat, Zucchini. Dann haben wir hier Obst, ich weiß gar nicht, wozu Zitronen gehören, Obst oder Gemüse, jedenfalls Zitronen für meinen Tee hauptsächlich. Erdbeeren, Bananen und Ananas, ja, nehmt da einfach, was ihr wollt. Nicht jeder mag das, was ich hier habe von Obst und Gemüse, aber da könnt ihr nichts falsch machen. Nehmt einfach dieses Gemüse und dieses Obst, was euch schmeckt. Und es wird immer richtig sein, da es immer voller Vitamine ist. Ich habe für die guten, also dann noch Kidneybohnen aus der Dose. Normalerweise kein Dosenfutter, aber die sind okay, denn die haben viel Eiweiß. Ja, Kohlenhydrate auch gut, nicht so viel Zucker, nur 4 Gramm und kein Fett. Und deshalb sind die auch mal gut als Beilage. Für die guten Fette habe ich Mandeln und gemischte Nüsse. Und ich habe hier für Kohlenhydrate Nudeln und Reis. Und dazu fällt mir jetzt ein, ich will ein Experiment starten. Ich bin in einer 2000 Kilokalorien Diät und die 2000 Kalorien will ich auch weiterhin beibehalten. Aber ich möchte ein Experiment starten, in dem ich meine Makronährstoffe verändere. Ich will das Fett herunterschrauben noch ein bisschen auf 30-40 Gramm Fett. Ich will das Eiweiß ein bisschen herunterschrauben, denn ich habe aus vielen verschiedenen Quellen gehört, dass man nicht mal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht, sondern auch weniger ausreicht, auch wenn viele das bestreiten. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, also Eiweiß und Fett runter, also Gegenteil von Low Carb und Kohlenhydrate nach oben.
Und was ich damit bewirken will, dass meine Power wieder kommt, weil ich habe viel, viel Kraft verloren. Das geht mir echt auf den Sack. Und ich will jetzt die Kohlenhydrate hochschrauben, weil ich mich nochmal informiert habe aus verschiedenen Quellen. Daniel Gildner, gestern ein Video gesehen. Ja, die Kohlenhydrate sind fast der einzige Energielieferant für das Training. Eiweiß und Fett hat dann nicht so viel beizutragen. Deshalb will ich dadurch erreichen, dass ich wieder zu meiner Power komme und mich vielleicht wieder steigern kann etwas. Und vielleicht, das wird schwer, aber ich versuche mal ein paar Muskeln aufzubauen auf 2000 Kalorien. Und ein Feedback werde ich euch geben. Also wie gesagt, Eiweiß und Fett runter. Und ja, Eiweiß natürlich immer noch über 100 Gramm. Ich denke mal 120, 130 wird es sein. Und mal gucken, wie meine Erfahrungen damit sein werden, dass ich das erste Mal wirklich im Leben so auf so wenig Eiweiß gehe und mal gucken, ob das ausreicht. Ja, mit Fett sollte es da kein Problem sein, wenn man 30 bis 40 Gramm Fett reicht. Das reicht für den Hormonhaushalt. Nur wie gesagt, sorry, dass ich mich so oft wiederhole, aber ich will endlich Power kriegen durch gute Kohlenhydrate. Und ja, nochmal ein Schlusswort. Das alles ist sehr gut für die Diät. Oder es gibt natürlich auch andere Sachen, die ich vielleicht nicht so mochte, wie Harzer Käse. Mehr fällt mir auch nicht ein, aber das wäre auch nochmal was Gutes für die Diät. Mit viel Eiweiß, das schmeckt mir aber überhaupt nicht, deshalb habe ich das nicht genommen. Obst und Gemüse könnt ihr, wie gesagt, natürlich variieren. Und worauf ihr verzichten solltet, wollte ich nochmal kurz erwähnen, wenn ihr in der Diät seid. Holt euch keine Fertigprodukte, auch nicht, wenn die Makronährstoffe gut sind davon und es kalorienarm ist. Denn in Dosenfutter oder Fertigprodukten aus der Packung sind oder könnten viele, viele ja, unnatürliche Substanzen sein. Also so einfach Scheiße kann da drin sein, die man nicht braucht. Und hier, was ich hier habe, Salat wächst auf dem Boden. Hier Bananen wachsen auf dem Baum. Reis wächst auf dem Feld. Nüsse auch auf dem Baum. Fleisch ist einfach nur vom Tier oder Fisch rausgeschnitten und so wie es ist. Milch kriegt ihr von einer Kuh. Also ist alles unverarbeitet. Und das sind die besten Sachen und nicht die verarbeiteten, abgepackten. Die haben sehr viele Bestandteile, die nicht gut für einen Menschen sind auf Dauer. Dann verzichtet auch auf panierte Sachen wie panierter Fisch oder Fleisch. Denn bei Panade ist das so, das wäre eigentlich nicht so schlimm, aber das muss man natürlich braten und die saugt unheimlich viel Fett. Und das ist nicht gut für eine Diät, selbstverständlich. Dann versucht auf Sachen zu verzichten wie verarbeitetes Fleisch wie Hackfleisch. Ich esse zugegeben auch ab und zu Hackfleisch, Rinderhackfleisch vorzugsweise, das Gemischte ist nicht so mein Ding. Aber erstens hat es viel Fett und zweitens, ja, es wird eigentlich schon in Deutschland kontrolliert, was ins Hackfleisch reinkommt, aber ich tue mir das trotzdem nicht an, denn die meisten wissen gar nicht, was da drin ist. Da ist viel Fett gemischt und ja, halt das Fleisch, was in kein Steak reingeht, wird ins Hackfleisch reingemischt. Und deshalb versuche ich auch oft darauf zu verzichten. Nur sehr selten kommt es vor, dass ich das esse. Und ja, das sind die Dinge, auf die ihr verzichten solltet. Im Gegensatz dazu, das ist alles sehr, sehr gut. Noch eine kleine Pose mit dem Ganzen im Hintergrund fürs Thumbnail. Ja, immer wenn ihr ein Video anklickt von mir, dann seht ihr zum Beispiel dieses Bild, dann wisst ihr, worum es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen abstauben. Bis zum nächsten Mal. Euer Fitness-Oskar.